Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Horse Reality, einem Spezial mit Brumbies. Das Ganze ist ein bisschen dezent, ganz wenig, ganz minimal eskaliert bei mir. Und das erinnert mich so ein bisschen an Ediths Video, das ich euch natürlich sehr gerne unten in die Infobox verlinke. Die ist so ein bisschen meine Verbündete, was das angeht. Auch bei ihr ist es dezent, nur ein bisschen eskaliert, was die Brumbies angeht. Ich habe aktuell 20 Brumbies in meinem Stall. Hatte nicht erwartet, dass es so viel wird. Ich hatte ursprünglich geplant, so 10 bis 15 Brumbies im Stall zu haben. Ja, das ist ein bisschen mehr jetzt. Ich denke, über kurz oder lang werden auch nicht unbedingt alle bleiben, aber das muss ich natürlich erstmal beobachten, schauen. Es hat sich herausgestellt, dass ich sogar einen Hengst dabei habe, der schon ein bisschen beliebt ist, der gerne genutzt wird. Das freut mich natürlich. Aber dazu dann natürlich in einem anderen Video sehr gerne mehr. Ja. Den Teil hier, den habt ihr dann einmal nochmal neu und das andere ist dann ganz normal aufgenommen worden heute von meinem PC. Dem scheint es auch ein bisschen warm zu sein, bei dem Wetter kein Wunder. Ja, wie geht's euch gerade? Ne, dürft gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Wetter so verkraftet. Naja, ist halt typisch, ne? Wir meckern halt immer viel, aber irgendwie müssen wir das Beste draus machen. Viel trinken, ihr Lieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ruht euch, wenn ihr könnt, halt eben auch mal aus zwischendurch. Ja, ich gehe ab und an mal unter die Dusche. Das ist auch immer ganz angenehm. Und ja, mehr können wir nicht tun. Ne? Wir müssen irgendwie sehen, dass wir das Beste draus machen. Ende der Woche soll es ja auch schon wieder ein bisschen abkühlen. Ich hoffe sehr, dass das kommt. Und dann geht es uns allen auch wieder ein bisschen besser. Ich würde sagen. Dann gehen wir doch einfach mal dazu über, dass ich euch so ein bisschen zeige, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich euch die Brumbies so ein bisschen zeigen und hatte euch da so ein bisschen was von erzählt, wie so die Geschichte halt eben ist. Ja, 1788 sind die halt nach Australien gebracht worden und waren eigentlich aufgrund ihrer Stärke halt eben auch als Kriegspferde eingesetzt. Und heute ist es so, dass die in Australien ganz schön Probleme wohl machen, angeblich Probleme machen, weil die Population sehr, sehr groß ist und sie werden in der heutigen Zeit auch sehr viel einfach geschlachtet, weil ja, sie so ein bisschen als ja, wie soll ich sagen, Problem gesehen werden. Finde ich natürlich ein bisschen traurig, dass das so ist. Umso schöner, dass wir hier das so ein bisschen ja, haben können im Spiel, dass es bei uns hier nicht so ist, dass die da abgeschlachtet werden, sondern dass wir sie fangen dürfen, ihnen ein Zuhause geben dürfen in unserem Stall. Sie erreichen eine Größe von 1,32 m bis 1,52 m, sind daher eigentlich etwas kleinere Pferdchen. Ja, sie haben einen starken Hals, einen starken Kopf, einen kurzen Hals und ja, starke Schultern, ne? Ja. Von den Farben her, da gibt es halt eben Basisfarben, die man auch in der Natur sehen würde, wie Cream, Dun, Grey. Ja, Silver ist seltener. Und Bay halt eben auch Wild Bay. Und es gibt halt eben im Spiel auch noch Farben, die wir momentan nicht testen können, weil das in der Genetik nicht so vorgesehen ist im Moment. Da müssen wir dann halt selber schauen, welche Farben das wohl sein mögen. Ich bin mir aber sicher, dass es immer jemanden gibt, der da einem helfen kann und sagen kann, hey, das ist die und die Farbe. Na, es gibt halt eben auch Farben, die so ein bisschen ins Weiß reingehen, Tobiano, Roan und weiße Markierungen halt eben. Und ja, bei den Farben steht halt eben auch Silver and More. Also es gibt auch noch mehr Farben, die halt eben mit drin sind. Und das müssen wir dann halt so ein bisschen selber rausfinden. Im Spiel sind die Brumbies seit dem 28. Juli 2020.
Und jetzt würde ich sagen, geht es los mit meinen eigenen Brumbies und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ja, ihr Lieben, starten wir mit Alinga. Die ist ja eine Rapproenstute mit 7 Good, 3 Average und 2 Below Average. Eine wunderschöne Stute, wie ich finde, und wird in einem Tag ihr Fohlen bekommen. Also da wird es ganz viel Brumby-Fohlen-Alarm geben. Und das werde ich euch natürlich dann zeigen. Als nächstes Anka, auch eine wunderschöne Farbe, wobei mich ein wenig das Ganze irritiert, aber das ist halt eben das, was das Spiel auch sagt, dass es wohl genetische Dinge gibt, die man in dem Spiel so nicht testen kann. Das Einzige, was mir die Genetik und der Test hergibt, ist, dass sie wohl ein Rappe sein soll. Allerdings, ja, ist sie eigentlich etwas bräunlicher. Weshalb ich euch da bitten würde, mir vielleicht mal zu schreiben, was könnte das dann sein? Weil sie wirkt halt recht bräunlich, aber genetisch ist sie ein Rappe. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Jedenfalls hat sie 8 Good, 3 Average und ein Below Average, 606 GP. Ja, und wird in 3 Tagen dann ihr Fohlen bekommen. Auch da bin ich dann sehr, sehr gespannt. Als nächstes Kamira mit 9 Good, einem Average und 2 Below Average. Auch sie wird bald ihr Fohlen bekommen. 603 GP, Doppel-E und G hat sie. Und man sieht so ganz leicht nochmal so ein bisschen was Rosi durchschimmern, finde ich jetzt. Aber finde ich auf jeden Fall wunderschön. Also die Farben bei den Brumbies, die sind einfach ein Träumchen. Ich liebe es. Dann haben wir hier Cooper. Einen kleinen Hengst mit 2 Very Good, 9 Good und einem Average. Ist schon gar nicht mal so schlecht, der junge Bursche mit 609 GP. Und Genetik gucken wir auch mal eben rein. Ein großes E, ein großes A und ein Tobiano. Das hatte ich noch vergessen da reinzuschreiben. Warum auch immer. Wird auf jeden Fall ein richtig hübscher Bursche. Ich mag das ja, wenn die Mähne und der Schweif so ein bisschen mehrfarbig sind. Ja, mal schauen, wie er dann erwachsen aussehen wird, aber da braucht er noch ein bisschen. Auch Corinne ist noch nicht erwachsen, eine kleine Stute mit 9 Good, 2 Average und einem Below Average. 606 GP, Doppel-A und G sind ihre Werte. Ja, Eltern. Ja, denn hier könnte auch Masernmanni sein. Lieben Gruß da an Heidi. ihr werdet gleich sehen, dass ich mich ganz schön habe inspirieren lassen durch Hightower. Ja, auch den Kanal, genauso wie Yukis Kanal, verlinke ich euch einmal unten in der Infobox, damit ihr auch dort mal schauen könnt, was bei denen so los ist. Als nächstes Dark Milk Chocolate. 8 Good. 3 Average und ein Below Average, Doppel-E, G und TO. Ja, wird auch ein hübscher Bursche. Bin gespannt, aber auch das dauert noch ein bisschen, denn er ist erst 1 Jahr und 3 Monate jung. Dann haben wir hier Dylan mit 9 Good und 3 Average, 596 GP, E, A, G und TO. Auch der wird ein richtig hübscher. Da sind die Eltern völlig farblich anders. Also da gibt es auch richtig farbliche Überraschungen. Ich habe auch schon das ein oder andere erste Fohlen neben der Mama gesehen und es sieht einfach süß aus. Ich freue mich so sehr, wenn meine Stuten dann ihre Fohlen haben. Das glaubt ihr gar nicht. Also das wird so süß werden. Ja, und das ist dann der Hengst, bei dem ich mich von Hightower habe inspirieren lassen. Sein Hengst heißt ja Masernmanni. Und ihr werdet gleich noch eine Stute sehen, die da sehr, sehr heiß auf diesen Masernmanni war. Die schwärmt immer noch von ihm, kann ich euch sagen. Also die hängt mir immer in den Ohren, ich kann es schon nicht mehr hören. Verliebte Pferde, oh, nee, schlimm. Jedenfalls ist das Sommersprossen-Johnny. Und da ich ja das Spiel jetzt in erster Linie wieder auf Englisch spiele und nur für gewisse Sachen, so wie am Anfang, das Ganze auf Deutsch stelle, heißt er halt Freckles Johnny. Ich fand's einfach lustig. Der sieht Masernmanni schon recht ähnlich. Ja,
Aber keine Angst, Heidi. Also ich nehme Masern Money sehr, sehr gerne nochmal in Anspruch. Da wird Red Rose sicher noch das ein oder andere Date einfordern. Und ja, die chart im Moment nicht mit den Hufen, die ist ein bisschen zufriedener jetzt. Aber schauen wir mal, was dann dabei rumkommt. Und auf das Fohlen bin ich ganz besonders gespannt. Naja, jedenfalls der junge Bursche hier, der hat 7 Good, 4 Average und ein Below Average, 595 GP, ein A und ein G. Ja, steht auch in der Zucht. Ihr könnt natürlich dann die ja, Summen der Zucht halt eben dem entnehmen, indem ihr einfach drauf geht. Ich will jetzt nicht jedes Einzelne zeigen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Aber meine Hengste, sofern erwachsen sind, alle für die Zucht bereit. Ja, Grey on Fire, eine Stute, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Also, Yuki, da hast du mir einen Riesengefallen getan. Die junge Dame ist von Yuki zu mir gekommen. Ich freue mich einfach, sie zu haben. Sie hat auch schon ein Star-Prädikat und das als einzigstes Brumby in meinem Stall. Zumindest bis jetzt. Ich habe noch nichts anderes gesehen, aber sie hat jetzt ein Star-Prädikat schon. 11 Good, ein Average nur. 588 GP, A, G und Rowan. Und auch sie wird in 3 Tagen ihr erstes Fohlen bekommen. Von einem Hengst, mit dem Yuki Grey on Fire selber gedeckt hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Fohlen. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Als nächstes Kirili. Ja, 8 Good, 3 Average, ein Below Average, 588 GP. Da hat sie dasselbe GP, was Grey on Fire hat. Ein E und ein A. Und ich mag einfach die Färbung bei den Brumbies. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich bin so verliebt in diese Rasse. Ich bin auch mal gespannt. Es ist auch schon auf Instagram bekannt gegeben worden, dass ja bald die Sow Awards kommen. Und ja, ich habe sie gesehen und habe gedacht, Dani, du hast ein Riesenproblem, weil Stall ist voll. Was mache ich dann? Tja, das Problem, das werden wir dann angehen, wenn es soweit ist. Aber im Moment, ja, habe ich erstmal gut mit den Brumbies zu tun und das sehr, sehr gerne. Dann ein weiterer Hengst, das ist Max. Max hat 3 Very Good, 6 Good und 3 Average, 614 GP und ist ein Fuchs mit ein bisschen Äpfelung. Ja, ganz klein bisschen. Und auch er ist halt eben in der Zucht mit drin. Finde ihn richtig hübsch und ja, wo er das Fuchs her hat, das wird wahrscheinlich hier von vorausgegangener Zeit sein, weil die Eltern eher, glaube ich, in Richtung dann unterwegs sind. Vielleicht vererbt er dann halt eben das Gen weiter. Das muss man dann auch mal sehen. Aber erstmal bin ich sehr, sehr froh, ihn zu haben. Monty, ja, den habe ich ebenfalls gefangen mit einem Very Good, 8 Good und 3 Average, 597 GP, einem A und G. Ja, der braucht noch ein bisschen, aber er ist immerhin schon 2 Jahre alt und wird dann ebenfalls bald für die Zucht bereitstehen. Nerida. 8 Good, 2 Average, 2 Below Average, 612 GP, ein G und Rowan. Und das Rowan sieht man so ein bisschen hier durchschimmern, dieses roséfarbene, was so ein bisschen hier an den Gelenken und am Fell auch so ein bisschen zu sehen ist. Ja, auch sie hatte ein Date mit Masern Money. Sie wollte unbedingt mit. Ja, gab ein bisschen Zickereien im Hänger, aber ja, was soll's. Gesundheit. Ja, das kann ich leider nicht verhindern. Okay, aber gehen wir einfach mal weiter. Als nächstes Olba. 7 Good, 4 Average, ein Below Average, 593 GP, E, A und G. Ist von einem anderen Hengst gedeckt. Sie hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Roséfärbung drin. Ja, könnte auch von Rowan noch so ein bisschen versteckt sein. Aber getestet ist sie nicht als Rowan. Dann Percy, den habe ich vom Markt erstanden. Ein Very Good, 9 Good, 2 Average, 614 GP, E und A. Und da muss ich mal einmal gucken. Ja, Date Champion war er einmal. Und so sehen seine Eltern aus. Richtig hübsch.
Und auch er, wie gesagt, steht in der Zucht. Dann Phoenix Rebirth, ein wunderschöner Hengst, den ich ebenfalls am Markt gekauft habe, trotz seiner 5 Average, die er dann immerhin hat, und einem Below Average, aber das war mir für die Farbe dann völlig egal. 608 GP hat er, Doppel-A, Doppel-G. Und seht ihn euch an, der ist einfach wunderschön. Ich mag ihn einfach sehr. Und erstmal sind mir die Average auch bei den Hengsten völlig egal, das wird sich dann mit der Zeit geben. Ja, und das ist Red Rose, die dann natürlich auch ein bisschen namenspatentechnisch von Edive dann den Namen bekommen hat. Ich habe dann sofort gesagt, das ändere ich sofort um den Namen. Und sie sagte, nein, 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 mach das nicht. Ich habe es trotzdem getan, einfach weil ich das so witzig fand. Eigentlich heißt sie Red Rose, den Namen habe ich ihr gegeben. Und Edive meinte dann, man könnte sie ja Rötel-Uschi nennen. Ja, und jetzt hat sie den Zweitnamen Rötel-Uschi. Ist jetzt einfach so und ich finde das einfach klasse. Ja, sie wird in 7 Tagen von Masern Money ein Fohlen erwarten und es wird ein kleiner Hengst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt. Rötel-Uschi, ja, hat ein Very Good, 7 Good, 3 Average und ein Below Average, 595 GP, Doppel-A und Roan. Und ich denke, das Roan wird sich sicherlich weiter vererben, weil ich meine, wir gucken mal eben bei Masern Money rein. A, G und TO. Nee, dann bin ich mal ganz gespannt, ob, upsa, sie das Roan weitergibt. Oder ob es halt einfach nur Tupfen gibt. Ne? Ein weiteres Masern-Tierchen. Ja, Rötel-Uschi, die verliebte Stute. Und wie die Geschichte dann zwischen Masern-Money und Rötel-Uschi weitergeht, das werdet ihr auf jeden Fall erleben. Ich glaube, das ist auch mal ganz witzig, das mal so aus der Perspektive zu machen und das nicht immer nur so runter zu erzählen, sondern da auch wirklich mal was Witziges draus zu machen. Ich glaube, das kommt bei euch auch ganz gut an. Ja, das ist Sokrates, ein richtig hübscher Bursche mit 10 Good und 2 Average. Auch einer meiner besten Hengste jetzt momentan im Stall. Doppel-E, A und G, 606 GP. Entschuldigung, so verteilt sich das Ganze dann auf den jungen Burschen. Und das sind die Eltern von ihm. Und auch er steht halt in der Zucht bereit. Er hat wunderschön hier auch nochmal so ein bisschen gräulich den Schweif und diese Äpfelung. Also, ich war so schockverliebt, als ich den gesehen habe und habe gedacht, den muss ich unbedingt haben. Hab auf ihn geboten und hab Gott sei Dank dann auch die Nachricht durch das Spiel erhalten, dass ich ja das Gebot gewonnen habe und er jetzt in meinem Stall steht. Und da bin ich dezent leicht so, yippie, innerlich, ne? Habe ich dann gehüpft. Also doch, ich freue mich sehr, ihn zu haben. Als nächstes Wild Boy mit A und G, 602 GP, 9 Good, 1 Average und 2 Below Average. Auch der junge Bursche in der Zucht, das sind die Eltern. Ja, er sieht so ein bisschen aus wie sein Papa, nur dass er halt ein ganz klein bisschen, ja, so ein bisschen rosé angehaucht ist oder rötlicher ist. Das kommt wahrscheinlich von seiner Mama. Ja. Mal gucken. Also ich beobachte das Ganze und werde dann schauen, wie sich das verhält in den Verpaarungen. Welcher Hengst ist wirklich gut, welcher nicht. Wer vererbt nicht so gut, wer vererbt toll, ne, und dann halt eben über kurz oder lang den einen oder anderen auch gehen lassen, weil auf Dauer kann ich die Zahl natürlich nicht so stehen lassen. Das ist klar. Ja, last but not least, Sally mit 8 Good, 2 Average, 2 Below Average, 590 GP, einem A und TO. Das sind die Eltern. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihrem Papa sehr ähnlich sehen wird, wenn sie erwachsen ist. Das dauert allerdings noch ein bisschen. 1 Jahr, 4 Monate ist sie jetzt jung. Wir gucken mal gerade so ein bisschen. Ja, ist ein bisschen durchwachsen, was so die Premium-Sachen
Zahlen angeht. Aber das wird sich dann mit der Zeit auch noch geben. Bei ihr finde ich auch schön hier so, da ist hier unten das wieder rötlich vom Schweif her und oben dann wieder weiß. Und auch in der Mähne wiederholt sich das ein bisschen. Finde ich echt gut, dass sie das auch sehr natürlich gezeichnet haben. Viele sagen, die haben so ein bisschen Hinterhandproblem. Ich bin jetzt da eher Laie, was Pferde angeht. Daher kann ich das jetzt so nicht sehen. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht so ist. Das kann ja auch über kurz oder lang vielleicht noch bearbeitet werden. Das muss man dann auch mal sehen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da. Gerne auch mal einen Kommentar. Schreibt mir gerne rein, wie viele Brumbies habt ihr denn? Das würde mich auch mal interessieren. Habt ihr auch so ein bisschen eskaliert oder ja, habt ihr eher so ein Pärchen und wollt darauf ein bisschen aufbauen? Oder wie handhabt ihr das? Oder habt ihr vielleicht gar keine Brumbies, weil sie euch gar nicht gefallen? Auch das schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein. Jeder hat da ja so seine andere Ansicht und ja, wenn alle den gleichen Geschmack hätten, wäre es ja übel. Dann, ne, wäre es ja auch langweilig. Ihr Lieben, ich wünsche euch wunderschöne Tage, genießt sie. Auch wenn jetzt bald für einige wieder die Schule anfängt. Ja. Auch da muss man mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Ich hoffe, wir sind da auf einem guten Wege. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Trinkt genug und reichlich. Gerade bei dem Wetter jetzt, wo es so heiß ist, wird das gerne mal vergessen. Passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.